Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Beastie Ball. Das soll so eine Art Volleyball-RPG sein. So ein bisschen Pokémon-mäßig. Wir sehen da hinten auch schon einen kleinen Racker. Ja, die spielen ja alle Volleyball. Die können sich auch entwickeln, etc. Und ihr seht gleich schon, hier findet natürlich schon das erste Volleyball-Match statt. Hey, weißt du nicht, dass Kinder in diesem Gebiet nicht erlaubt sind? Naja, ist ja auch eh cool. Guck mal, da hinten sind Beasties. Das ist wie im Fernsehen, die wollen ein Spiel spielen. Guck, das ist nämlich auch schon parallel zu Pokémon. Man kann sich jetzt quasi sein Anfangs-Beastie auswählen. Man hat einmal den Axolotl, das ist ein Spirit-Focus-Type. Der ist dafür da, zum Supporten, sag ich mal, und die Angriffe stärker zu machen. Dann haben wir den Kichik, der ein bisschen aussieht wie Liberlo oder, ja genau, von Pokémon. Ist halt der Angreifer mehr oder weniger. Und dann haben wir noch Bildet, ein Mind-Focus-Beastie. Der ist mag zu passen. Und den finde ich vom Design her am geilsten. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall Bildet. Ja, das Spiel gibt es leider momentan nur auf Englisch. Ich glaube, wenn es dann rauskommt 2024, dann wird die Lokalisierung wahrscheinlich auch auf Deutsch noch sein. Aber heute müssen wir mit Englisch klarkommen. Die Menschen fungieren quasi als Coach. Und die Beasties, die man gefangen hat, beziehungsweise die mit einem befreundet sind im Team, die kämpfen dann für einen. Ist ja bei Pokémon eigentlich auch nichts anderes. Man ist halt der Trainer sozusagen. Und wir müssen jetzt trotzdem 1 gegen 2 spielen. Das ist ein bisschen unfair, aber nur gut. So, was sehen wir? Wir sehen, links sind wir, rechts sind die Gegner. Wir sehen, wir greifen gerade an. Wir dürfen noch keinen Schmetterball oder sowas rüberballern, weil ist natürlich der Aufschlag. Obwohl, in echt könnte man das schon machen, ne? Deswegen, Practice Shot auf den Typen, der mehr Damage kriegen würde. Und das ist der untere, weil der obere weiß, was er tut. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass der doll zurückschlägt. Deswegen greifen wir das Axolotl an. Bam, der kriegt richtig auf die Fresse. 44 Damage. Genau das ist halt dieser RPG-Gedanke. Die haben alle Leben und du musst sie halt mit Volleybällen quasi runterbringen. Und so dein Spiel gewinnen. Da ist auch ein bisschen Taktik drin. Werdet ihr die aber noch sehen. Jetzt ist nämlich der Axolotl dran, weil der hat ja gerade den Ball angenommen. Zwar mit ein bisschen Schaden zu nehmen, aber immerhin. Und wir können uns jetzt überlegen, ob wir irgendwo hinlaufen wollen. Wollen wir entweder verteidigen den Axolotl-Angriff oder wollen wir in die Angriffsstellung gehen? Da müssen wir allerdings hoffen, dass er über Eck spielt. Wahrscheinlich ist es besser, wenn wir verteidigen, aber wir gehen einfach mal in die Angriffsposition. Oh, vielleicht spielt er natürlich auch rüber. Guck, oh, spielt er rüber? Er cheert? Der andere Typ hat Power. Wenn wir den jetzt geil annehmen können. Oh, Häuser runter 1 gegen 2. Ich glaube, du brauchst doch einen zweiten Beastie. Ja, ach was. Ach da, Sprecko. Sprecko kommt dir zu Hilfe. Der ist ja richtig knuffig. Den sollten wir jetzt bekommen, egal ob er über Eck spielt oder nicht. Ah, Spreck. Wie witzig er den annimmt. Wie so eine Sprungfeder. Hat aber richtig viel Damage gemacht. Und von vorne angreifen macht natürlich mehr Damage, als wenn man von hinten angreift. Macht alles Sinn. Sind die gängigen Volleyballregeln, nicht wahr? Ich spiele ja auch selber Volleyball in echt, deswegen bin ich hier natürlich Profi. Er hat gesagt, wir sollen den einmal rüberspielen. Halt einen Pass. Und jetzt können wir mit Bildet richtig geil rüberballern durch ein entweder Dick, was auch immer das ist. Ich glaube, das ist die Special-Attacke von dem. Macht Jazzed. Dass Power 1,5 mal so groß ist. Könnten wir machen, aber dann muss der andere, glaube ich, angreifen. Ne? Ja, dann spielen wir zurück. Deswegen machen wir einfach noch einen Practice-Shot. Und damit, wenn das 66 Damage macht, sollte das ja den Axolotl dann kaputt machen. Stirb, Axolotl! Ich finde diese Emotionen aber richtig witzig, die da kommen. Victory! Das ist Beastie Boy! Und sie sind weg. Tschüss! Achso, ich bin übrigens Wily. Ich habe noch nie ein Kind hier gesehen. Wohnst du hier in der Nähe? Willst du mit mir ein paar Videos gucken? Und die Musik ist bei Lena Wayne. Wer Lena Wayne nicht kennt, die hat zum Beispiel auch Musik für Minecraft gemacht. Könnte ja den einen oder anderen interessieren. Oder auch für Celeste. Und Celeste hatte ja auch so richtig schöne icy Vibes, nicht wahr? Also das ist auch auf jeden Fall ein Pluspunkt für dieses Spiel. Und ja, es geht alles um Beastie Boy, wie man das aus den gängigen Animes oder Sportanimes kennt. Das ist die Königsserie, die Wett gewonnen hat. Wir gucken dieses Match jedes Jahr. Und wusstest du, dass Wett aus derselben Stadt kommt, in der wir leben? Winke-Trainer sind die coolsten. Jahre später. Wir sind erwachsen geworden. Aber was war das? Ich finde diesen Stil auch richtig cool. Der erinnert so mega an Paper Mario. Auch wie die sich umdrehen und sowas. Die haben da extra so einen Papierlook reingebracht. Richtig cool. Naja, wir schauen mal nach. Was ist denn hier hinten passiert? Oh nein, ist das ein Kran? Du, das ist doch das Beastie-Habitat. Das ist der Ort unserer Kindheit. Das ist ein Beastie-Ball-League-Projekt, Lady. Ich mache hier nur meine Befehle. Die Beastie-Ball-League? Dizzy, das ist ernst. Wenn es um die League geht, dann finde besser Red. Immerhin bist du der Assistenzcoach. Geh einfach in die Stadt nach rechts. Genau, das ist auch cool. Man kann öfters mit den Leuten reden. Hat ja auch nicht jedes RPG. Die sagen dann immer wieder dasselbe. Ich kann es nicht glauben, dass die League das hier alles kaputt macht. Die Beasties müssen so angsterfüllt sein. Erinnerst du dich, wie ein Sugar damals sein Sandwich geklaut hat und in diesen Baum geflüchtet ist? Es war genau dieser Baum. Und jetzt ist das Schweck. Und jetzt ist das Schweck. Wir können sie das nicht durchgehen lassen, richtig? So auszuticken ist echt anstrengend. Finde Red, er ist rechts.
Ja, finde ich richtig witzig. Aber wir gucken natürlich erstmal, wir nehmen jetzt erstmal einen Beastie Ball. Und werfen damit die Leute ab, weil die dann richtig cool Paper Mario-like umher schwummeln. Und dann gucken trotzdem erstmal links. Über die Barrieren zu hüpfen kostet 2000 Dollar. Oh, das geht ja. Das kann ich mir doch leisten. Ab geht's, über die Barriere rüber. Oder auch nicht. Das hier sind übrigens Ball-Schwooms, also Ballpilze. Die wachsen hier andauernd. Finde ich sehr cool, dass diese Welt einfach sich voll und ganz dem Volleyball verschrieben hat. Na gut, dann gehen wir erstmal in die Stadt und reden mit dem Red. Aber das hier kenne ich alle schon. Die sagen, wir sind jetzt inzwischen Losers. Früher waren wir richtig cool drauf, aber inzwischen sind wir voll schlecht und der Stadt geht's schlecht und die League macht, was sie will. Und die hier will hier gar nicht sein, sondern andere Sachen in der Welt erkunden. Aber sie ist hier eingesperrt, weil sie nicht hüpfen kann. Und deswegen kommt sie nicht über die Barrieren rüber. Findet sie doof. So, aber Red ist auf jeden Fall hier oben in der Arena. Da ist er. Wieder nur am Trainieren. Das ist unser Coach. Der Allerbeste. Hey, Dizzy. Du bist ein richtiger Baller, hä? Was? Da ist ein League-Projekt in dem Naturreserve? Oh, das muss irgendwas sein. Ich habe keine Idee. Okay, ich glaube dir. Nein, ich muss es dir beichten. Die Wahrheit ist, die Beastie Ball League baut ein Stadion da drüben. Ich wollte sie daran hindern, aber wir haben kein Mitspracherecht mehr in der League. Und welchen Schuld ist das? Vielleicht warst du der Champ vor einigen Jahren. Aber jetzt zockt die League. Ich hasse es zu sagen, aber wir brauchen einen neuen Beastie Ball Coach. Irgendjemand frischen, der es auch wirklich versucht. So wie Dizzy. Dizzy, hä? Na gut, dann nimm dies. Zwei Jerseys. Wenn du diese Jerseys den Beasties gibst, dann werden sie deine Freunde und spielen für dich im Team. Aber dafür musst du erstmal Freunde finden. Okay, dann gehen wir auf Suche nach Beasties. Hallo, willst du vielleicht mit mir spielen? Er will anscheinend nicht mit mir spielen, aber ist trotzdem süß. Hier haben wir noch ein paar. Die Nummer 10, hallo. Aber du siehst ziemlich schwach aus. Ich will gar nicht, dass du in meinem Team bist. Die Beasties bekommen keinen Schlaf wegen der Konstruktion. Die lassen keine Menschen hier durch. Aber sie haben deine Jerseys gesehen. Jetzt denken sie, du bist ein Coach. Dann lassen sie sich wohl doch durch. Toll, danke fürs Gespräch. Hallo, willst du vielleicht in mein Team kommen? Wir sind schon in Reds Team? Ah, weil sie eine Nummer haben. Okay, also Beasties mit einer Nummer kann man nicht haben. Die gehören schon im Team an. Oh, aber er freut sich, dass ich ihn gefragt habe. Süß. Na, dann... Hier, ich zeig dir, dass es sich lohnen würde, in mein Team... Oh, zu kommen. Guck, ich kann Volleybälle umherschmeißen. Das ist ja witzig, dass sie sofort dann anfangen zu spielen. Hallo, willst du vielleicht in mein Team kommen? Du hast keine Nummer. Ah, okay, er will nicht. Willst du vielleicht? Wir wollen erstmal einen anderen Beasties sehen. Okay, ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Aber ich finde cool, dass sie sofort anfangen, Volleyball zu spielen. Wo kriege ich denn jetzt Beasties her, die mich mögen? Ich bin doch so schlecht im Freunde finden. Ah, euch kenne ich doch. Du bist doch, wie hieß der? Bildet, ne? Bildet und den anderen habe ich wieder schon vergessen. Die Beasties erinnern sich an dich. Das sind dieselben, mit denen du vor Jahren schon gespielt hast. Und sie wollen mit dir in ein Team spielen. Cool. Level 5. Immer noch Level 5. Jahre sind vergangen und die sind immer noch Level 5. Man kann denen jetzt auch eine Nummer geben und sie renamen. Okay, also das ist ja mein erster Beastie, deswegen kriegt der auf jeden Fall die Nummer 5, weil die 5 meine Lieblingszahl ist. Und wir nennen ihn, das ist ja die Hauptperson, deswegen ist er Scarway. Yeah. Oh, ach so, Spreko bekommen wir auch. Und du siehst für mich aus wie ein Polu. Yes. Poyu, Poyu. Der ist richtig knuffig. Ja, du bist jetzt ein Coach. Nice. Okay, dann testen wir mal, ob ihr denn überhaupt noch Volleyball spielen könnt. Ihr seid ja jetzt auch ein paar Jahre älter geworden, nicht wahr? Ja. Okay, die können immer noch Volleyball spielen. Und Polu nimmt den Ball so witzig an. Bling. Ach, witzig. Okay, Leute, kommt. Jetzt, wo wir ein Team sind, können wir die anderen Beasties herausfordern. Jetzt, wo du ein Team hast, wollen die Beasties mit dir spielen. Nice. Okay, die sind Level 3 und Level 2, aber halt zu dritt. Guck mal, die haben einen Libero, den sie auswechseln können anscheinend. So, jetzt beginnt mich das Spiel erst richtig. Warte, Polu ist grün. Ich weiß nicht, ob die Farben irgendeine Bewandtnis haben. Wir greifen erstmal auf gerader Linie an. Mal gucken, was passiert. Diese Emotion immer. Oh, One-Hit, nee. Ah, er hat 100 Leben. So, wir wissen aber nicht, was er macht, ne? Man muss immer raten, was sie machen. Ich glaube, ich gehe mal in Angriffsposition mit dem einen Typen. Die haben einfach ausgewechselt. Yo, dürfen die das? Ich kann... Oh, Stamina plus 25. Das hat denen gar nichts gebracht. Hätten sie das mit dem gemacht, der gerade annimmt, dann ja. Aber so, die kriegen ja nicht mehr. Hm. Bin gespannt, ob es da noch irgendwelche Special Moves gibt oder so. Ach, guck mal, das war schon mal gut, dass wir da vorne gegangen sind. 33 AP haben wir verloren, aber passt noch. Hm, wahrscheinlich ist es jetzt gut, wenn wir den dicken, nicht wahr? Einmal rüber dicken. Es ist ja gejazzed. Mal 1,5. Oh Gott. Und Polu könnte den jetzt rüberballern? Tage Sideways. Ach, Sideways, dann greift er auch den rechten an, ja?
Dann wäre der ja schon mal tot. Oder wir spielen wieder zu Scowie zurück, der ihn dann rüber bamst. Wird beides gehen, aber ich möchte einfach mal den Careful Shot ausprobieren. Warte mal. Ach, Sideways! Ah, er greift von links an. Wann auch immer das wichtig sein sollte, aber das ist interessant. Dann sehen die den Ball nicht kommen, oder was? Bam! Tot! Weggewiped! Hä? Er sieht plötzlich ganz anders aus. Plötzlich ist er eine Maus? Okay, interessant. Meine Leute sehen eh viel cooler aus als deren Leute. Achso, in dem Spiel können die sich anscheinend auch weiterentwickeln und man gewinnt, wenn man nur einen rausballert? Aha. Bin ich jetzt aufgelevelt? Hä, warte, dann kämpfen wir auch nochmal gegen die Vögel hier. Wir machen erstmal den Vogel kaputt. Pam! Oh, wo ist er hin? Er ist weggelaufen. Da kommt er ja auf. Ja, da habe ich ja sowieso gewonnen. Okay, also man gewinnt, wenn ein Typ tot ist oder wenn der Ball irgendwann auf den Boden knallt. Dieser Sugar ist sehr überrascht von deinem Team. Aber du hast keine Jerseys mehr, deswegen kannst du ihn nicht rekrutieren. Oh nee. Ach so, ja, dann bringt das natürlich nichts, wenn ich hier noch weiter spiele. Außer, dass ich vielleicht Level 6 werde. Aber ist ja vielleicht erstmal gar nicht so wichtig. Wäre vielleicht ganz cool, wenn ich noch mehr Jerseys mir holen würde. Hallo. Soll ich dich mitnehmen zu Wed? Ich fände es toll, dass ich ein Team habe, aber sie denken, ich bin noch nicht bereit zum Kämpfen. Okay, klar. Die Beasties von Wed sind natürlich überheblich und denken, ich bin ein richtig schlechter Trainer. Hallo Wed, ich habe jetzt ein Team. Dann gibt es jetzt kein Zurück mehr. Oh, aber sein... Guck mal. Ja, Level 50! Und da hätte ich ja... Egal, wie viel ich trainiert hätte, das wäre ja niemals was geworden. Guldi sieht richtig cool aus. Ich will auch einen Guldi haben. Hä? Also, wenn ich jetzt gewinne, dann ist das wicked. Aber what the fuck? Ja, klar, mit meinen Level 5ern. Okay, Scowie, wir kriegen das trotzdem hin. Ich mach 2 Damage. Ja, hier kommt gerade Guldi an. Nimmt der Pearl den jetzt an? Nee, ne? Das ist schon der Goldie an. Oh, sogar richtig cool, er hat den angebaggert. Hey, Dizzy. Ich weiß, mein Team hat ein paar Level mehr als deins. Aber in Beastie Boy geht es nicht um das Level, sondern du kannst auch gewinnen, wenn du gar kein Damage machst. Ja, hab ich schon mitbekommen. Der Ball muss einfach nur ins Auskommen. Der Fuch. Ah, guck, die sind beide zur Seite gegangen. Dann gewinne ich ja sowieso, wenn er mich nicht one-hittet. Das kann natürlich auch gut sein. Easy receive. Ach, nur einen Damage bekommen. Na dann, gewinnen wir das Spiel mal. Los, Scowie. Ja, aber der hat ja mit Absicht verloren dann. Ah, und jetzt wissen wir auch, warum dieser Sideways-Shot so gut ist. Aber weil die natürlich jetzt beide hinten stehen, können wir in die erste Linie reinschießen. Und weil da keiner ist, ja, gewinnen wir damit auch. Aha, easy Level 7. Scowie hat auch eine neue Attacke gelernt. Ja, cool. Gewonnen, 2-0. Oh nein, ich habe verloren. Wie konnte das passieren? Er hat voll mit Absicht verloren. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr, Coach zu sein. Wow, Dizzy, du hast es wirklich geschafft. Jetzt bist du wirklich der Beastie Boy Coach. Immer wenn du jetzt gewinnst, kriegst du Geld. Neuer Sponsor. Die League besteht aus vielen Skilled-Trainern. Du wirst ein gutes Team brauchen, um sie alle zu besiegen. Aber um überhaupt gegen sie antreten zu dürfen, musst du in die Kronen-Series gehen. Da kommen nur die Top 50 Coaches rein. Und nun nimm dies. Nochmal 2 Jerseys. Viel Glück da draußen. Du wirst es brauchen. Ah, das war schon die Demo. Mehr gibt's nicht. Oh, ich hätte noch erzählen können, dass es zum Beispiel ein Open-World-RPG ist. Heißt, du kannst überall hinlaufen, so wie ähnlich wie bei Zelda Breath of the Wild. Dir ist also nicht ein spezieller Weg aufgeführt, sondern du kannst zu jedem, ich sag jetzt mal, Arena-Leiter gehen, wo du hin willst, egal in welcher Reihenfolge. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass es hier auch noch so Typen gibt und du quasi Feuer gegen Pflanze und sowas spielen musst, damit das mehr ist. Aber das ist eine sehr kurze Demo. Ah, man kann doch noch ein bisschen hier rumlaufen. Ja, das ist schön. Das Spiel ist momentan auf Kickstarter noch. Und, also das ist auch schon gekickstartet. Es kommt also auf jeden Fall 2024. Und ihr seht ja auch schon, das ist schon sehr polished, sag ich mal. Hui, wir haben gewonnen! Und wir haben den Jump erlernt. Ja, nice. Wir können endlich jumpen. Nice. Jetzt kann ich endlich hier runter jumpen und wieder hochjumpen. Awesome. Jump, jump, jump. Dann könnten wir ja $2000 ausgeben da hinten, wo wir nicht rüberjumpen durften. Let's do this. Genau, 32 kanadische Dollar kostet das gerade bei Kickstarter, wenn man das da kickstartern will. Heißt, es wird wahrscheinlich so 30 Euro kosten, wenn es dann irgendwann rauskommt. Oh, ich wollte gar nicht kämpfen. Wir können jetzt noch ewig weiterkämpfen, das finde ich ganz cool. Bam! Game gewonnen. Bin der Beste. Yopolu, hast auch mal einen Punkt gemacht. Guck mal, da ist er ganz erschrocken, dass er auch mal einen Punkt gemacht hat. Quinch. Nein, das ist Setup gekriegt. Cool. Ich werde jetzt hier nochmal ein paar Kämpfe machen und euch dazu holen, falls sich einer von den Beasties entwickeln sollte, okay? Und es gibt jetzt noch eine Combo. Ich spiele gerade gegen den Noir von dem Red, die Nummer 10.
Und anscheinend kann ich jetzt eine Combo machen. Ich weiß nicht genau, was das macht. Aber wir gucken einfach mal. Combo-Attack, weil wir Besties sind. Geht die Stamina hoch und beide sind Jazz. Das heißt, sie machen 1,5-fachen Damage. Klingt doch gut. Volley mal rüber zu ihm. Dann spielen wir nach vorne und dann kann Polu richtig geil rüberballern. Let's go. One-Shot ihn. Mit dem Hinterhand. Sehr gut. Polu hat's halt drauf. Hä? Der hat ihn geblockt. Da stand doch eben, das macht über 100 Damage. Der hat ihn einfach geblockt. Unfassbar. Ey, aber das war ja unfair. Ich bin jetzt zweimal auf denselben Typen gegangen, weil der schon tot war. Und dann konnte er den nicht mehr annehmen. Frech. Ich glaube, wenn wir noch ein Match machen, dann sind die beide Level 10. Und mit Level 10 entwickeln die sich doch bestimmt. Ja, Level 10. So, wenn die jetzt sich jetzt nicht entwickeln, dann weiß ich auch nicht. Und du fragst Scary, wenn man etwas macht. Forward Pass gelernt. Okay, also ich glaube, das ist dann tatsächlich die Demo. Ich hätte es noch richtig cool gefunden, wenn die noch eine Entwicklung reingebracht hätten. Aber ich habe hier quasi gegen alles gekämpft, was es gab. Und mehr als Level 10 kriegt man, glaube ich, nicht hin. Ich könnte jetzt noch ein paar andere Beasties hier fangen, aber ich glaube, das war es dann soweit. Ja, fühlt sich ganz interessant an. Ich weiß, also das Kampfsystem ist schon gewöhnungsbedürftig. Weiß ich nicht, muss man, glaube ich, erstmal mit klarkommen. Ich habe da jetzt natürlich einen speziellen Bezug zu, weil ich Volleyball auch irgendwie spiele. Aber ja, ist vielleicht nicht für jeden was. Und ich glaube, 30 Euro würde ich da nicht für ausgeben, bin ich ganz ehrlich. Wenn das für 30 Euro kommt, wäre mir das zu viel. An sich aber trotzdem, der Stil ist cool. Die Prämisse ist auch ganz cool. Die Texte sind ziemlich witzig geschrieben. Also kann man auch viel lesen, wenn man will. Ich lasse das ja aber im Let's Play oder im Let's Test immer. Oh, guck mal, Scooby guckt sich die Reserve-Info an. Richtig cool. Das ist schon cool gemacht. Aber ich lasse sowas ja gerne immer weg, weil das immer sehr viel Zeit kostet, wenn man einfach immer alles vorliest. Ja, aber ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick in dieses Spiel. Könnt ihr euch ja auf die Wishlist packen oder die Demo auch selber spielen. Die gibt es jetzt gerade noch, um es selber mal auszutesten. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ne?